Meine lieben Freunde, ich habe euch versprochen, ich werde euch mitnehmen, wenn ich mit dem Resin arbeite. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Und ich habe das hier schon mal angerührt. Eine ganz kleine Menge. Ich habe es jetzt auch ein bisschen stehen lassen, weil beim Rühren, beim Vermischen der zwei Komponenten entstehen Blasen. Da hat man einmal A und B und einmal ist es das Harz und einmal der Härter, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich da was Quatsch erzähle, korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Und ja, das habe ich jetzt so vorbereitet. Ich hoffe, dass jetzt hier alles soweit okay ist. Und der Heißluftföhn ist auch am Start. So, dann werde ich einfach mal beginnen. Und ich glaube, ich fange hier mit dem kleinen Steinchen an. Und gebe da was drauf. Und dann werde ich das gleich in die Hand nehmen und verreiben. So hat die Dame das auch gemacht. Und ich mache ihr das einfach nach. So, jetzt habe ich hier da was draufgegeben. Und du siehst, wie schön dunkel das schon wird. Das ist aber bei einem Klarlack auch. Jetzt verteile ich das nur oben. Und es glänzt so schon. Also, boah. Das ist schon. Ich flippe gleich aus vor lauter Begeisterung. Das ist schon sehr, sehr cool. Guck dir das mal an. Also, oh, hier ist die Kamera. Wow. So. Das ist der Kleine. Das ist ja schon total toll. So, machen wir noch mal einen kleinen. Und dann traue ich mich an den Großen dran. Ein bisschen drauf. Da muss ja nicht viel drauf. So, und hier siehst du, das war eine, nur ein Tropfen drauf. Verteilen. Ein bisschen am Rand. Und hier ist eine Silikonmatte. Da soll das nicht drauf kleben, habe ich gelernt. Und dann hoffe ich dann natürlich, dass es auch so ist. Und die ganzen Formen, mit denen man Schmuckstücke machen kann und so, das soll wohl auch aus Silikon sein. Das sieht auch super schön aus. Auch auf die Seite damit. Und ich glaube, jetzt traue ich mich an den Großen. Und da nehme ich ein bisschen mehr. So. Siehst du das? Ach ja, und unter der Silikonmatte habe ich einen Karton, damit die Fläche schön hart ist, damit ich das gleich transportieren kann. Und dass es schön trocknen kann an einem Ort, wo keine Katze und kein Hund hinkommt. Also verteilen lässt sich das wunderbar. Und das ist wohl auch mehrere Stunden verarbeitbar, sagt man es so. Wow. Ja, so habe ich es mir immer vorgestellt. Davon habe ich geträumt. Deswegen habe ich das mit dem Puring und Glanzlack und um das optimale Glänzerlebnis herauszuholen. Aber das ist natürlich. Ja, wollen wir mal gucken, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Und es ist auch so, dass man tatsächlich keine einzige Blase sehen kann. Schauen wir mal, wie es gleich wirkt. Und hier habe ich noch einen Stein. Den habe ich zuvor schon mit Glanzlack, mit Puring und was es da alles so gibt, schon bearbeitet.
Und das ist natürlich jetzt ein Experiment. Wie reagieren die zuvor aufgegebenen Materialien? Aber wer es nicht testet, der wird auch nicht schlauer, ne? Deswegen, Regeln sind gut und schön, aber man muss auch viel ausprobieren. Wie schön sich das verteilen lässt. Also, wenn du das fühlen könntest, das ist so geschmeidig schön. Toll. Das macht mich, das macht mich glücklich. Hier sind, glaube ich, jetzt ein paar Bläschen zu sehen. Naja. Ach, das ist ein Glitzer. Ja, wunderschön. Wunder, wunderschön finde ich das. So, jetzt kommen noch die Kleinen. Moment, jetzt habe ich langsam. Sekunde, das muss jetzt irgendwo anders, woanders hin. Das kommt jetzt hier rüber. Und dann habe ich ja noch die Kleinen hier. Da kommt noch was drauf. Und dann habe ich noch eins. Da, ein Wellenbild auf Holz. Da wollte ich das auch mal ausprobieren, wie das da wirkt. Jetzt mache ich erstmal die Steine. Das ist einfach, also wenn das so bleibt, dann werde ich es nie wieder anders machen. Und ich habe gedacht, das würde ein bisschen mehr riechen. Weil das ja doch so ein bisschen Chemie ist es ja schon. Aber es riecht so gut wie gar nicht. Ein Hauch von irgendwas kann man feststellen, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Da ist so ein Firnis auf jeden Fall viel doller im Geruch. So, jetzt möchte ich hier das noch. Das möchte ich mal ausprobieren hier. Hatte ich auch schon einmal Glanzlack drüber gemacht. Ich wusste gar nicht. Also das ist schon sehr ergiebig. Ich habe jetzt wirklich eine ganz, ganz kleine Portion genommen. 7,5 von jeweils einem Teil. Und das war hier in dem Becherchen. Oh, da ist die Kamera. Das war wirklich nicht so viel. Hier hatte ich mit dem Puring was ausprobiert mit Glitzer und Puring, und dann hatte ich aber so, das waren dann so Unebenheiten, die entstanden sind, und das finde ich nun nicht so schön. Und dann hatte ich noch mal mit dem Glanzlack drüber gemacht, das wurde aber nicht besser. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob dieses Harz da jetzt eine glatte Fläche draus macht. Das wäre natürlich mega toll. Hihihi. So, das war's jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und du bist genauso überrascht wie ich, wie das glänzt. Das mit dem Föhn brauche ich heute, glaube ich, nicht machen, weil ich keine Blasen sehen kann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Anke.